Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zur 11. Folge der ersten FC Heidenheim-Karriere. Ja, und es ist heute Folge 11 und mir ist leider in der letzten Folge etwas Schlimmes passiert. Und zwar habe ich alle Spiele, die wir jetzt gemacht haben hier, leider, was ich nicht kommentiert, ich habe mein Headset-Stimme aufgenommen, sag ich mal. Und Problem war, da gab es gar keine Stimme. Deswegen gab es die ganze letzte Folge nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr wieder herstellen. Was ist denn passiert? Wir waren ja wieder Transferphase ab dem 12. Januar. Haben dann gegen Freiburg gespielt. War ein richtig, richtig geiles Spiel. Haben wir leider 5:3 verloren. Und dann haben wir in der Simulation gegen Hoffenheim 3:1 verloren. Dann haben wir in der Simulation gegen Hannover 2:2 und dann 4:3 nach dem Spielerschießen gewonnen. Dann haben wir gegen Augsburg 1:1. Dann haben wir gegen Hertha verloren. Gegen Gladbach 2:1 verloren. Dann haben wir aber gegen Mainz gewonnen 2:1. Gegen Leipzig 2:0 verloren, gegen Hamburg 4:0 gewonnen, sowohl gegen Dortmund als auch, wobei gegen Dortmund 2:1 gespielt und gegen Wolfsburg 1:1 gespielt. Und da haben wir nochmal gegen Bayern natürlich auf den Sack bekommen, 4:0. Und das war die letzte Folge. In der heutigen Folge wird es so aussehen: Wir werden jetzt gegen Schalke simulieren, dann Frankfurt simulieren, Leverkusen, dann Nürnberg spielen. Eventuell, wenn wir dann ins Finale vom DFB-Pokal kommen, simulieren wir hier die drei Spiele. Wenn wir nicht im DFB-Pokal-Finale sind, spielen wir nochmal Bremen. Und ja, da würde ich sagen, Leute, gehen wir erstmal in der Simulation weiter. Dann gibt es die erste Trainingseinheit für diese Folge. Dann sind wir beim Spiel gegen Schalke. Würde ich sagen, gehen wir in die Simulation rein. Und mit 2:1 gewinnen. Was? Vasiliade Schürrle treffen und Boré treffen bei Schalke. Übrigens, genau, wir haben ja André Schürrle gekauft in der Wintertransferphase. Habe ich ganz vergessen zu sagen, das war auch der einzigste Spieler. Das kann ich euch jetzt vielleicht nochmal zeigen, wenn wir alles gekauft und verkauft haben. Also hier sehen wir es nochmal. Wir haben jetzt einfach nur Kerschbaumer verkauft und alle auch noch Hüsing. Jetzt habt ihr alles gesehen, glaube ich, die beiden Transfers. Und dann haben wir eben halt André Schürrle für 6,5 von Bologna gekauft. Haben jetzt auch noch 1 Million, das heißt, da werden wir nichts mehr machen. Und ja, dann denke ich mal, habe ich alles geklärt. Es tut mir wirklich leid, ich hoffe, es wird nie wieder passieren. Dann gibt es die nächste Trainingseinheit. Dann sind wir beim nächsten Simulationsspiel gegen Frankfurt, wo wir leider mit 0:3 verlieren. Jethro Williams trifft doppelt und André Silva trifft. Dann sind wir im DFB-Pokal-Halbfinalspiel gegen Leverkusen. Das andere ist ja Schalke gegen Dortmund, Dortmund gegen Schalke, so ist es, glaube ich. Und ja, Leute, genau, Dortmund hat gewonnen, das heißt, Dortmund steht im Finale. Und dann würde ich sagen, Leute, gehen wir direkt ins Spiel rein. Ich denke mal, wir sehen uns dann bei der ersten Aufstellung wieder, weil ich werde einige Sachen tätigen. Und dann sehen wir die Aufstellung von uns mit Nübel, Wagnermann, Mainka, Sandros T, Ampedo noch reingekommen, Wittig, Vasiliades, Dorsch, Mkhitaryan, Kleinitz und André Schürrle. Ihr seht schon, dass wir drei Innenverteidiger haben. Wenn wir eine 5-2-3 spielen, eben ist halt nur Ampedo reingekommen für Sergio Gomez, da jetzt war Mkhitaryan ins rechte Mittelfeld gegangen ist, oder rechter Flügel. Ich bin echt mal gespannt, wie dieses 5-2-3 uns hier weiterbringen wird. Radetzky, Laskalé, Bender, Jedwai, Correa, Koke, Palacios, Balde, Volland, Cavani, Richarlison, ein unfassbar geiles Team in einem 3-4-2-1. Oh ja, Jungs, also diese Mannschaft zu bezwingen wird nahezu unmöglich. Aber ja, ich denke mal, wenn wir gut spielen, sollten wir das schaffen. Wir gehen auf sehr defensiv, halten es einfach nur hinten und mal schauen, wie sich jetzt hier das ganze Spiel entwickelt. Oh, da ist es Keita Balde mit Edinson Cavani. Keita Balde, wunderschön gespielt, Vollantor, 1-0. Aber es ist zum Glück abseits, das heißt, 16. Spielminute, alles noch kein Problem. Oh, also wir machen bis jetzt gar nichts nach vorne, was mich jetzt auch nicht wundert, weil die drängen uns halt richtig hinten rein, wie wir es hier auch wieder sehen. Und ja, ich bin echt gespannt, wie wir hier abgeschossen werden. Oh, 45+2. Vasiliades zieht einfach durch. Laskalé kommt dann nicht hinterher. Jetzt brauchen wir eine Anspielstation in der Mitte. Die ist die falsche, aber Ampedo macht das 1-0 vor der Pause. Und das ist, glaube ich, das wichtigste 1-0, was wir jemals in dieser Saison gesehen haben. 45+3. Oh, ey, das war so wichtig hier nochmal. Vasiliades und dann Ampedo. Man muss nicht immer nur mit voller Wucht draufhauen. Man muss ihn einfach nur mal präzise machen. Und das von Ampedo war präzise. Und damit führen wir 1:0. Würde ich sagen, gehen wir direkt in die zweite Halbzeit rein. Denn der Schiri wird es direkt abpfeifen. Tim Kleindienst schön durch Ethan Ampedo. Ich weiß nicht, was Ethan Ampedo da vorne macht. Aber von mir aus, solange er es gut macht, ist es mir egal. Ethan Ampedo zu André Schürrle. André Schürrle. André Schürrle. Sven Bender. Eigentor 2:0. 53. Spielminute. Und das ist so wie die halbe Vorentscheidung. Oh mein Gott, was war das für ein geiler Ball. Hier sehen wir es nochmal. Sven Bender hat ihn irgendwie noch versucht, seinen eigenen Fehler auszubügeln. Aber man sieht eine tolle Technik. Das ist ein Tor, Freunde. Und damit steht es 2:0. Boah, auch wie knapp er den noch rausgehauen hat. Ja, okay, gut, so knapp war es auch nicht. Aber Leute, 2:0. Ich glaube, Eigentor zählt für Radetzky. Ich weiß nicht, wir sehen es. Es ist Sven Bender, der das Eigentor gemacht hat. Okay. Und damit leider nicht das Tor für Ethan Ampedo. Aber egal, wir führen 2:0. Das ist das Wichtige. Oh, da ist jetzt Charles Arangis mit Richarlison. Und jetzt ist er endlich mal drin. Ich habe mich schon immer gewundert, wann schießt denn jetzt Leverkusen sein erstes Tor. Und da ist Richarlison mit seinem Ententanz. 2:1. Stark gemacht, aber komm, Leute, wir führen immer noch mit dem Tor. Kopf hoch, weiter geht's.
Da ist Kevin Volland. Schön gemacht. Kevin Volland. 88. Minute 2-2. Ich wollte schon seit 10 Minuten auswechseln, aber der Ball kam nicht einmal ins Aus. Jetzt wechseln wir die drei Wechsel, die wir tätigen wollen. Und zwar kommt einmal Vogel, dann kommt einmal Sergio Gomez und dann kommt noch einmal Kevin Rattmann für Kleindienst, Mkhitaryan und Schürrle. Und der Sheriff wirft ab. 90 plus 2. Ja, dann gehen wir in die nächsten 30 Minuten. Mal schauen, wie es da läuft. Vassiliadis, Rattmann, Rattmann! 99. Minute daneben. Poyanpalo! Ja, natürlich geht jetzt auch der rein. Und damit 106. Minute liegen wir natürlich 2-3 zurück. Was ich nicht gedacht hätte, aber okay, solche Tore müssen natürlich reingehen. Egal, komm, 3-2, weiter geht's, Kopf hoch. So, Leute, 2 Minuten Nachspielzeit in der 120. Minute. Das war's leider für uns im Pokal. Wir werden wahrscheinlich ausscheiden. Mit keiner guten Möglichkeit mehr nach der, keine Ahnung, nach dem 2-0. Komm, verwerf so ist es, wir werden verlieren und damit steht Leverkusen im DFB-Pokalfinale. So, weil ich gedacht habe, ich werde eh gegen Nürnberg gewinnen, würde ich sagen, gehen wir da in die Simulation rein. Und da gewinnen wir auch Vassiliadis, Mkhitaryan, Schürrle treffen. Dann geht's eine weitere Trainingseinheit. Dann sind wir im nächsten Simulationsspiel gegen Köln, wo wir mit 1-0 gewinnen, Vassiliadis treffen. Das ist ganz, ganz wichtig für den Klassenerhalt. Da gibt es nochmal eine Trainingseinheit, wo jetzt Kevin Rattmann auf die 64 kommt. Und dann sehen wir nochmal die Tabelle. Wir sind jetzt 3 Punkte vor Augsburg, 4 Punkte vor Freiburg, Hamburg, Nürnberg, easy abgestiegen, safe. Und wenn wir jetzt einen Punkt holen und Freiburg verliert, sind wir in der Klasse drin. Wir gucken einfach mal, wie sich das Spiel in Bremen jetzt entwickelt. Und wir gewinnen 2-0 gegen Bremen und scheißegal, was jetzt Freiburg macht. Wir sind in der Klasse drin, Kleindienst mit dem Doppelpack. Wir gucken mal direkt auf die Tabelle. Wir sind auf Platz 13. Sicher sind wir jetzt in der Klasse drin geblieben. Jawohl, Jungs, und damit kann es keiner mehr die Klasse nehmen, auch wenn Freiburg gewonnen hätte, hätten sie 26, hätten auf 29 kommen können. Und damit kommen, werden wir das letzte Spiel auch nochmal simulieren. Dann gibt es nochmal eine Trainingsanlage, wo zwei Vassiliadis reingepackt haben für Dorsch und Ampadu für Wagnermann, der jetzt auf die 76 kommt. Und dann sind wir im Spiel gegen Leverkusen. Und mit dem Unentschieden würden wir den Platz 13 halten. Mal schauen. Und hier verlieren wir leider 2-1. Volland, Rohr, Petro treffen. Bei uns trifft Wittek. Dann mal schauen, ob wir hoffentlich den 13. Platz jetzt ergattert haben vor Mainz. Komm, 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 zeig's mir. Und wir sind auch leider auf Platz 14, weil die leider gewonnen haben. Wir haben eine 93er Manager-Rating. Und wir sehen jetzt nochmal die ganze Tabelle. Das bedeutet, dass jetzt eben Hamburg und Nürnberg wieder runtergehen. Freiburg muss in die Relegation. Meister ist natürlich geworden. Bayern vor Leipzig. Okay, dann Dortmund, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach, Frankfurt, Köln, Hertha, Bremen, Schalke, Mainz, Heidenheim, Augsburg, Freiburg, Hamburg und dann eben Nürnberg, die 100 Tore kassiert haben. Ja, kann man mal machen. Dann sehen wir noch eine weitere Trainingseinheit. Ich würde mal sagen, es gibt ja eh nur noch Trainingseinheiten. Dann zeige ich die euch einfach nur noch jetzt mal im Schnelldurchlauf. Wir sehen den Jugendspieler weg. Aurelien Richard will weg. Müssen wir einmal gucken. Wir kriegen 40 Millionen für die Bundesliga, für eben den Klassenerhalt. Dann schauen wir mal kurz auf den Jugendspieler. Aurelien Richard ist leider zu schlecht. Werden wir freigeben. Christoph Vallée können wir noch behalten. Trainingseinheit, wo Kevin Vandenberg, Robert Vandenberg auf die 64 kommt. Noch eine Trainingseinheit. Noch eine Trainingseinheit, wo Kevin Rattmann auf die 65 kommt. Noch eine Trainingseinheit. Die vorletzte Trainingseinheit. Dann gibt es nochmal die letzte Trainingseinheit für diese Saison, wo leider wieder keiner hochgeht. Vassiliadis auch nochmal kurz vor der 80. Und dann sind wir bei den ganzen Tabellen. Wir haben ja eben schon die Bundesliga gesehen. Dann schauen wir auf den DFB-Pokal. Denn er wahrscheinlich, denke ich mal, Dortmund gewonnen. Nein, Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Dortmund. Das Relegationsspiel heißt 5-4 gewinnt Hannover. Was eine geile, geile Partie. Das heißt, sie haben im Hinspiel 3-1 gewonnen. Oder? Was Freiburg die gewonnen haben? Nee, Hannover 3-1 gewonnen und es hat Freiburg 3-2 gewonnen. Dann in der UEFA Supercup hat Barcelona 2-0 gegen Lazio gewonnen. Die Champions League gewinnt der FC, die Paris Saint-Germain. Ist irgendwo Dortmund gewesen. Ja, gegen Liverpool ausgeflogen. Gut, kann passieren. Die UEFA Europa League haben wir schon gesehen. Gewinnt Man U gegen die AS aus Monaco. Und da würde ich sagen, gehen wir wieder in die neue Saison rein. Und dann sehen wir hier Saisonvorbereitung. Wir wurden eingeladen. Wir nehmen das hier mit 8 Millionen. Dann sind wir auch in der neuen Saison. Und Leute, jetzt muss es so sein. Wir werden den Ausverkauf des Lebens machen. Ich werde jeden Spieler, der eine 80 hat, auf die Transferliste setzen. Zum einen Nübel, zum einen Wagnermann, zum einen Niklas Dorsch. Ich werde auch noch ein Vassiliadis draufpacken, ein Santrosti und einen Mkhitaryan und natürlich einen André Schürrle, einen Tim Kleindienst, einen Diandra Mai. Und das war's, denke ich, erstmal, was wir draufpacken werden. Und ja, Ibrahim haben wir schon auf der Transferliste, Robert Vandenberg ist noch alle okay, Kevin Rattmann. Da müssen wir langsam gucken mit dem Vertrag, wie wir das dann machen werden. Da würde ich sagen, zeige ich euch erstmal die erste Trainingseinheit. Das ist die Trainingseinheit mit Rattmann, Gomez, Schulz, Vassiliadis und Empedo, wo auch Empedo auf die 70 kommt. Ich weiß, ich trainiere Vassiliadis, obwohl ich ihn verkaufen möchte, aber ich möchte ihn auf die 80 bekommen, falls er nicht verkauft wird. Sehen wir, bekommen 3 Transferangebote für Tim Kleindienst und ein Leihangebot für Schulz, was ich ablehnen werde. Ich würde sagen, wirklich, geht bei allen drei mal rein und mal schauen, was ich da rausholen kann.
Jetzt habe ich leider schon Sampdoria Genua abgelehnt. Okay, ich gehe bei Monaco und bei Bournemouth frei. Und wir sehen es nochmal. Natürlich, Sampdoria Genua habe ich jetzt leider abgelehnt. Monaco wollte keine 20 Millionen zahlen und Bournemouth keine 19,5. Dann bleibt er erstmal bei mir. Zahlt von mir aus gerne die Freigabesumme. Übrigens, was ich vergessen zu sagen, wir haben 14,27 Millionen Euro. Dann sind wir beim Spiel gegen Başakşehir. Würde ich mal sagen, gehen wir direkt in die Simulation rein. Und da spielen wir 1:1 mit Kerschbaumer und mit Jojic Viska. Okay, Elia, die haben gute Spielerpunk. Günok, ja, ist ein gutes Team. Wir bekommen ein Transferangebot für Jeremiah Santos T von der TSG Hoffenheim. Mal schauen, was die bereit werden zu zahlen. Und Hoffenheim lehnt 22,5 Millionen ab, dann werde ich ihn auch nicht verkaufen. Dann gibt es nochmal eine weitere Trainingseinheit. Dann sehen wir ein Leihangebot für Robert van den Berg, was ich aber ablehnen werde. Und ein Transferangebot für Niklas Dorsch. Boah! Was? Die Zahl schon 22,2. Mal schauen, was wir haben. Wir können bis zu 35,2 bieten. Mal schauen, was die bald werden zu zahlen. Und Olympic Dior zahlt keine 30,5. Ich habe mich schon weit runterhandeln lassen. Aber gut, wenn sie es nicht zahlen, Pech gehabt. Dann sind wir im nächsten Spiel gegen Galatasaray. Wo mit 2:1 gewinnt Bayram, trifft bei Galatasaray bei uns Vasiliades und André Schürrle. Dann sind wir im nächsten Spiel gegen West Ham United. Wo mit 3:1 gewinnt Mainka, Gomez, Vasiliades treffen Noble bei West Ham. Und damit sind wir mit 3 Siegen aus 3 Spielen als Erster mit 2 Siegen und einem Unentschieden als Erster weiter. Und spielen jetzt im Halbfinale gegen Cagliari Calcio. Und auch hier gewinnen wir. Vasiliades Schürrle treffen Despodov, trefft bei Cagliari Calcio und Pina verletzt sich. Da sind wir einmal, wir kriegen 3 Millionen Turnierpreisgeld. Hier haben wir Nummer 1,3 bekommen. Transferangebot für Alexander Nübel und Leihangebot für Aminido, was ich ablehnen werde. Und das Transferangebot von Leicester City, Leute. Mal schauen, was wir hier rausholen können. Und Leicester City lehnt 37,5 ab. Oh, wisst ihr, ich habe 40 geboten als Erstes. Dann haben die plötzlich auf 30 erhöht und jetzt lehnen die dann sowas ab. Na egal, behalte ich ihn halt. Dann gibt es eine weitere Trainingseinheit, wo Kevin Rattmann auf die 66 kommt. Dann bekommen wir nochmal 2 Transferangebote. Einmal für Diandra Mai und dann noch einmal für Tim Kleindienst. Was eigentlich mit diesem Ibrahim? Ich will ihn schon seit Jahren verkaufen, nur er lässt ihn nicht verkaufen. Warum ist er auf der Leihliste? Der ist auf der Transferliste. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach mal die Leihe an. Vielleicht wechselt er dahin. Na, gucken wir mal. Diandra Mai, okay, ja, ich würde mal sagen, ich gehe mal bei Tim Kleinitz und bei Diandra Mai rein und mal schauen, was die beiden jetzt zahlen, die verschiedenen Vereine. Cagliari Calcio akzeptiert direkt 20 Millionen für Tim Kleinitz. Ich habe zuerst 21,6, da wollt ihr eine Freigabesumme, habe ich nicht angenommen. Dann 20, boom, genau, doppelte des Marktwertes. Ist sehr, sehr gut für Tim Kleinitz, für Diandra Mai, gucken wir auch nochmal schnell. Und Roy Hudson lehnt leider 10 Millionen ab. Und dann sind wir im Finale gegen Everton, wo Tim Kleinitz wahrscheinlich sein letztes Spiel bestreiten wird. Gehen wir auch nochmal mit der 11 rein. Mal schauen, ob wir hier gegen Everton gewinnen können. Nein, leider verlieren wir 1:0. Ist aber auch nicht schlimm, ist eine sehr, sehr gute Mannschaft von Everton. Und damit standen wir im Finale des European International Cup. Dann sind wir wieder 2 Transferangebote. Einmal für Tim Kleindienst von Stuttgart und einmal von Arsenal für Joshua Wagner. Mal schauen, was die beiden bereit werden zu zahlen. Stuttgart lehnt die 20 Millionen ab für Tim Kleindienst. Und Arsenal akzeptiert 30,5, Leute. Ich kann nicht mehr. Ey, das ist wieder Wahnsinn, was hier in dieser Transferphase abgeht. 30,5 Millionen für Joshua Wagner, Mann. Und für 85 Gesamtstärke. Gut 20 Jahre jung, aber das Geld nehme ich gerne mit. Dann sehen wir, Ibrahim ist ausgeliehen, Tim Kleinis ist verkauft und ein Transferangebot für Niklas Dorsch von Manchester United. Mal gucken, was die bereit werden zu zahlen. Und Manchester United akzeptiert 32,5 Millionen für Niklas Dorsch. Hey Leute, ich kann nicht mehr. Ey, ich bin echt mal gespannt, wie viel Geld wir haben, wenn wir die alle verkauft haben. Ich sehe gerade was, Leute. Wir können beide Spieler nicht abgeben, weil wir nicht genug Platz im Kader haben. Okay, dann werde ich direkt eine Sache tätigen, werde ich Ibrahim wieder rausholen. Sonst haben wir, glaube ich, keine mehr verliehen. Genauer, da muss ich noch unbedingt den Jugendspieler rausziehen. Sonst kann ich die einfach nicht verkaufen. So, Christophe Vallée werden wir ins Profiteam übernehmen. Wir werden auch nochmal einen Scout wegschicken, um nochmal ein paar Jugendspieler zu kriegen. Dann schicken wir einfach mal, komm, nach Belgien. War er auch noch nie. Mal gucken, was der da rausholt. Dann gibt es nochmal eine Trainingseinheit. Dann sehen wir einmal Leihangebot für Aminido. Wir sehen, Dorsch ist verkauft, Wagnermann ist verkauft. Und Aminido, die Leihe von Crystal Palace, werde ich einfach mal direkt ablehnen. Da schauen wir mal ganz kurz auf hier die ganzen... Oh, Leute, Dean Henderson, den wollte ich ja eigentlich haben. Und er darf eigentlich nicht zu Leipzig gehen. Müssen wir einmal schauen. Bei ihm. Dann, wen gibt es dann noch? Bei Upamecano wäre eigentlich auch stark. Aber wir haben schon eigentlich relativ gute Leute hier auf der Liste, die wir holen können. Aber ich warte erst noch mal ein bisschen ab und dann mal schauen. Ich werde mal noch bis zum 1. August simulieren, dann werde ich da die Folge beenden. Ein Transferangebot für Patrick Mainka von AC Florenz. Komm, wisst ihr was, da gehe ich einfach mal in die Delegation. 15 Millionen, 10,5. Mal schauen, was sie akzeptieren werden in der nächsten Folge dann. Dann gibt es auch noch meine letzte Trainingszeit für diese Folge, wo Sergio Gomez auf die 76 kommt. Sind wir auch hier, Leute, beim Ende der Folge. Wir haben 84 Millionen. Mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen werden. Da würde ich auch erstmal sagen, Leute, was ist von dieser Folge? Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's von mir, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.